Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Zuschauer im Saal und daheim. Wir haben soeben in Bezug auf das heute in zweiter Lesung zu beratende Gesetz Kritik vernommen von Seiten der Kollegin Hanses im Hinblick auf den Verfahrensablauf, dahingehend, dass wir heute sowohl Piraten als auch FDP Änderungsanträge hier eingebracht haben. Dieses wirklich gerade eben erst und während die Redner von SPD, der Kollege Wolf und der Kollege Kamieth von der CDU noch hier sprachen, wurden gerade der zweite Änderungsantrag erst verteilt und er konnte auch erst verteilt werden. Es muss nämlich auch erst mal dann hingeschrieben werden, so wie es antragsgemäß erforderlich ist, dass nämlich was in den Besprechungen, auf die der Kollege Wolf eben zu Recht hingewiesen hatte, zwischen Fraktionen teilweise abgearbeitet werden konnte, teilweise aber auch eben nicht abgearbeitet werden konnte, im Hinblick auf die übereinstimmende Aussicht und Inaussichtnahme weiterer Gespräche vor dem Hintergrund des Umstands, dass der Herr Justizminister selbst in Bad Münstereifel am 26.11.2014 verkündet hat, eine Eile bestehe nicht. Nun ist es auch so, dass bis letzte Woche dann die zweite Lesung hier von der Tagesordnung runtergenommen war und nun plötzlich in dieser Woche, eigentlich gestern erst, nein, heute erst wieder auf der Tagesordnung gelandet ist. Diese Eile mag erklärt werden vor dem Hintergrund des ja sicherlich rechtlich eindeutig fundierten Bekundungsverhaltens des Herrn Justizministers, dass es eine Eile und Not, dass es keine Eile gibt. Eine Not haben wir auch nicht. Wir haben ein funktionierendes Strafvollstreckungsrecht in Deutschland und damit auch in Nordrhein-Westfalen. Und die Gespräche hätten durchaus weiterlaufen können. Gleichwohl danke ich Herrn Kollegen Wolf für seine Inaussichtstellung im Hinblick auf die Möglichkeit des Fernstudiums. Wir müssen vor diesem Hintergrund, das ist der eine Änderungsantrag, den der Kollege Wolf eben auch noch in Bezug nehmen konnte, einfach mal uns vor Augen führen, dass bayerische Strafgefangene in Nordrhein-Westfalen, nämlich Fernuni Hagen, studieren können und das auch dort im Gesetz entsprechend festgeschrieben ist. In Nordrhein-Westfalen ist das nicht so. Die Regelung in § 30 zu dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf zur Frage der Aus- und Weiterbildung und beruflichen Bildung verweist, ich sage mal, in den Begründungen auf ein Lernprogramm, ELIS, welches zu Recht auch dahingehend zitiert wird, dass es eben auch allgemeinbildende Einrichtungen, ja, gut, also die Fernuni, wenn wir das hier als Motiv aufgreifen können, als Motiv, dass mit § 30, dem Regelungsgehalt von § 30, so wie er da steht, auch verbindlich festgeschrieben sein möge, dass ein Fernstudium denkbar und möglich ist nach den jeweiligen Eignungsvoraussetzungen von Inhaftierten, dann sei es drum. Uns wäre ehrlich gesagt es wohler, wenn wir bei der ohnehin schon bestehenden Klarheit in der Übereinkunft, dass ein solches Fernstudium möglich sein soll, dieses dann auch festgeschrieben wird. Wir haben weitere zahlreiche Änderungsvorschläge eingebracht. Wir haben diese auch teilweise bereits diskutiert. Einige sind rausgeflogen aufgrund der wirklich guten Gespräche, die mit Rot-Grün hier an dieser Stelle geführt wurden. Aber dennoch, alles wurde, wie gesagt, nicht abgearbeitet. Das hätten wir gerne noch getan. Wir haben zu diesem Zwecke, um vielleicht dann bis morgen das noch zu regeln oder den einen oder anderen Punkt überwinden zu können, eine dritte Lesung bezüglich dieses Gesetzes beantragt. Soweit ich gehört habe, ich weiß nicht, ob es richtig ist, haben SPD und Grüne das gleichermaßen bezüglich des Gesetzes getan. Ich weiß es nicht. Ich habe da nur so eben so einen Flurfunk gehört. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wir haben es jedenfalls gemacht. Wir möchten auch mit Blick auf den gerade erst vorgelegten Antrag der FDP uns selbstverständlich das anschauen, was die FDP noch an Änderungsvorschlägen hat. Und uns wäre es ehrlich gesagt wohler gewesen, wenn diese Eile hier nicht vor Jahresschluss in dieses Hohe Haus Einzug gefunden hätte, sondern gemäß der Ankündigung des Herrn Justizministers des Landes Nordrhein-Westfalen die abschließende Lesung vielleicht im Januar oder Februar hätte stattfinden können. Insgesamt muss man allerdings sagen, ja, es ist zutreffend, die vorliegenden Entwürfe entsprechen im Wesentlichen als Basis den Leitlinien
für ein solches Strafvollzugsgesetz und Jugendstrafvollzugsgesetz. Und ja, auch wir unterstützen den aktivierenden Charakter dieses darin festgeschriebenen Strafvollzugs. Und ja, wir sind auch sehr erpicht auf die Wahrung der Rechte von Kindern inhaftierter Eltern. Und auch der opferbezogene Vollzug bedarf allerdings, und dahin geht auch zum Teil unser Änderungsantrag, einer klaren Konturierung. Auch da haben wir natürlich Nachbesserungsbedarf gesehen. Insgesamt, Herr Kollege. Ja, ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Insgesamt sehen wir keine so großen Bedenken wie die CDU, die ja einen völligen Gegenantrag geliefert hat, den wir so nicht mittragen können. Allerdings sehen wir auch die Notwendigkeit für Änderungen, so wie wir sie hier vorgeschlagen haben. Deshalb habe ich meiner Fraktion für den heutigen Tag empfohlen, sich bei der Abstimmung über das Gesetz zurzeit noch zu enthalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege.